Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschild. Wir spielen 7 Days to Die, das Spiel heißt Ein Leben für Lars von Net Survival. So. Entschuldigung. Nicht lauter. Wir haben immer noch ein leichtes Minus an Lederbuch. Und ja, das arbeiten wir uns gleich weg. Wir gehen jetzt mal in die Nachbarstadt. Wenn da überhaupt eine ist, ist klar. Und schauen mal nach, was uns der Tag so bringt. Nochmal Entschuldigung. Die Antibiotika-Pille wirkt immer noch. Trink mal ein Stück Wasser, vielleicht wird's dann besser. Naja, vielleicht ein bisschen. Okay. Und uns fehlt immer noch das Lederbuch. Und wir gucken jetzt mal im Nachbarbiom, ob wir hier irgendwie sowas finden. Wir haben in der Nacht schon weiterhin ein paar, aus reiner Vorsehung, sag ich mal einfach, ein paar weitere Bolts hergestellt. Und jetzt muss ich mal gucken, dass wir irgendwo wenigstens sowas finden, dass wir endlich mal weitermachen können hier. Das war wieder vergebliche Liebesmühe. Der Vorgang haben wir schon stehen, die brauchen wir nicht. Mittlerweile muss man hier alles mitnehmen, ey. Können schon wieder so nach Hause laufen und leer machen. Aber das, was wir hier drin haben, das, was wir im Backpack haben, brauchen wir auch in etwa. Wir sind den dritten Tag, so lange habe ich noch nie auf ein Lederbuch warten müssen. Aber was soll's. Mit der Dunkelheit finde ich mich da jetzt langsam ab, weil ich sage mir einfach, das wird wohl irgendwo in der Nähe von Kanada sein, wo das, wo die ganzen Tannenbäume stehen. Und na nun, Kanada hat ja wenig Sonne irgendwo, so ein bisschen jedenfalls. Und ich sage mir einfach, das liegt daran, dass da so lange Tag und Nacht ist. Guck mal, da ist schon eine neue Stadt. Weil da, weil das so hoch im Norden ist. So, alles, was wir brauchen, ist ein Lederbuch. Ein alleinstehendes Haus habe ich jetzt nicht gefunden, was sich vielleicht lohnen würde, zu anzugreifen. Beziehungsweise fertig zu machen zur Verteidigung. Aber wir sind ja auch noch früh dabei, Tag 3. Wir müssten eigentlich schon unser eigenes Haus stehen haben und anfangen abzusichern. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Da vorne ist eine Polizeistation. Das ist schon mal schön, aber die hat auch mit Sicherheit kein Lederbuch. So, wir laufen jetzt hier alles in aller Ruhe einmal rundherum ab. Ich stelle mal den Wecker auf 25 Minuten. War knapp. Und die Schatten von meinen Verfolgern da sehe, das war jetzt wieder knapp. So, wir nehmen hier noch mit, was so ein bisschen interessant dann aussieht. Zum Beispiel an diesen Langhäusern. Wieso ist das denn so verdammt nochmal so zackig hier? Wieso bleibt das immer wieder stehen, das Bild? So schlecht ist mein Computer doch wohl nicht. Wir nehmen hier die Aloe-Pflanzen mit, damit wir uns noch ein bisschen
Verheilung machen können. Boah, das lag hier unheimlich. Da kommen sie aus ihren Ecken rausgestürmt. Die alten Verbrecher. Okay, und da gucken wir einmal nach, was das für ein Geschäft ist hier. Vielleicht lohnt sich ja hier die Verteidigung. Wir haben noch 57 Schuss. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Das sieht nicht aus wie eine Bibliothek. Working Shop. Ja, toll. Ich suche eine Bibliothek. Was will ich jetzt mit dem Working Shop? Kratzt sie mich doch erstmal im Kopf. Vielleicht ist da unten, weiter unterhalb noch irgendwo ein Geschäft. Das ist ja bloß ein Steinhaus hier vorne rechts. Aber ein Geschäft weiteres sehe ich jetzt nicht. Eine Scheune wohl. Hoffentlich ist da kein Hund drin. Auch eine sehr schöne große Stadt, aber was nutzt das? Ich will und brauche ein Lederbuch. Es sah nicht so aus, als wenn hier irgendwas rumstehen würde, was noch wie ein Laden aussieht. Ein paar Pfeilen komme ich jetzt auch nicht so viel weiter. Schaue ich mal nach, ob ich hier irgendwo Nester finde. Also was das hier gerade am Lang ist, ist unglaublich. Ihr seht es ja selber. Wir sind jetzt in der Alpha 10.4. Habe ich gerade gelesen. Ich wollte das nur mal einfach so erwähnen. Nicht, dass ihr meint, ich passe nicht auf. Was ein Kack. Ich habe jetzt gehofft auf eine schöne Bibliothek. Was finde ich? Ein Working Shop. Dann müssen wir die originalen Trick wieder machen. Hier alles abschießen und dann durch die Häuser ziehen. Also irgendwas ist immer. Kommen sie auch schon wieder aus der Büsche gekrochen. So, und jetzt aufpassen, weit genug wegbleiben und nach hinten gucken, nach hinten gucken. Knickt die auch nur ein. Ich glaub's ja wieder nicht. Mann da. Ja, wenigstens die Wellness geht hoch. 116 Wellness kann ich mir schon mal gefallen lassen. Für den dritten Tag. Ist aber nur so schnell hochgegangen, weil ich die Pille schlucken musste. Schuss habe ich noch, 44.
kommt da auch schon wieder irgendwo eine. Ja. Und Level 12. Mal wieder umgucken. Nichts gesehen. Erstmal einfach Körperschüsse setzen. Dann kann ich immer noch mal gucken. Wir haben noch 5 Federn, das heißt 25 Pfeile können wir uns noch machen. Mein Gott, nee, wie viel schluckt der denn? Komm. So, jetzt hätte ich den Schuss nicht zuerst machen können. So, jetzt nur eine. Und einmal umgucken. Ja, sieht soweit gut aus. Ich mache mir eben noch die 25 Pfeile. Haben wir wieder knapp über 40. Guck mal je nach, ob die irgendwo ein Buch bei haben. Jetzt. Das hätte ich mir auch mitnehmen können. Nix. Nix. Jawohl, war eine ganz arme Truppe. Der Zweischuss brauche ich klar. Kommt doch schon wieder irgendein Mädchen, ey. Na, jetzt kommt sie nicht mehr. Schön daneben gesetzt. Hinter uns war keiner mehr, dann gehen wir eben hier mal in diesen Working Shop rein. So. Einmal die Feueraxt raus und dann hier 4. Da kommt da auch noch rein, ey. Also, boah, die machen mich jetzt völlig nervös hier. Die Jungs. Zu essen ist auch gut. Dafür lasse ich erstmal liegen. Hier noch, bin ich verletzt? Nee. Kann auch beides drin bleiben.
Und jetzt nochmal die 4. Ist hier irgendwo ein Kistchen? Nö. Doch hier vielleicht. Auch nicht. Schauen wir mal nach, was da drin war. Vielleicht noch ein schöner Platz. Nein, aber nicht schlecht. Können wir beides drin liegen lassen? Ist wieder ein ganz armes Geschäft hier heute. Jetzt mach doch das Ding da auf, endlich hier. Wird wahnsinnig. Überall hat man hier getappelt. Und bei der Tür eingeschlagen kommt man nicht weiter. Siehst du? Lederbuch, Lederbuch. Hunting Knife, Laser Tanning. Wir haben es, Leute, wir haben es. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die sind, glaube ich, alle draußen. Mann, das ist doch nicht normal. Naja. Ich weiß nicht, ob wir den Chlorhammer schon haben und ob wir so ein Ding schon haben, aber jetzt haben wir wenigstens eine blaue Feuerarzt. Wir hätten nur noch eine Pickaxe und dann die zu gehen. Und dann gucken wir mal nach, das Lederbuch sofort fressen. Das Lederbuch habe ich gesagt, nicht jedes Zeug da. So, die kommen weg. Ja gut. Was ist das? Die 6. So, jetzt gehen wir uns noch einen Kanickel oder irgendwas schießen. Und dann kommen wir auch weiter im Spiel. Hier ist der Dicke gerade reingekommen. Da ist mit Sicherheit Platz für mich genug, um da rauszugehen. Habe ich das Lederbuch jetzt gefressen oder nicht? Ja gut, habe ich. So, und jetzt schießen wir uns irgendein Viech.
Und dann kommen wir im Spiel auch endlich weiter. Das war ja nicht mehr schön jetzt. Also ich hatte mich ganz schön aufgeregt hier in Folge 19 und Folge 20, meine ich. Aber Mensch, das Lederbuch 3 Tage lang suchen, habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass man das so machen soll. Beziehungsweise so muss. Ich weiß zwar auch nicht, warum ich jetzt noch Zombies schieße. Ich brauche was zu essen. Beziehungsweise Leder. Können wir den mitnehmen. So. Jetzt weichen wir den nur noch aus. Gucken nach, ob hier irgendwo hier Schausen ist, also irgendwo, wo ein Hirsch rumrennt. Oder ein Schwein. Habe ich nicht schon Leder gelootet heute? Ich meine, ich habe ein Schwein irgendwie erlegt gerade. Da müsste ich doch schon fertig werden mit, oder? Fertig sein mit, meine ich. Nö. Hier ist auf jeden Fall kein Leder drin. Weiß nicht, ob ich schon Leder zu Hause habe. Oh, ein Thunfisch. Lassen wir trotzdem alles liegen. Hier ist Schwein oder Kanickel. Eins von den 3 Teilen muss ich jetzt haben. Guck ich gleich nochmal, wo komme ich eigentlich jetzt her. Wir machen uns dann sofort auf den Rückweg. Damit wir nach Hause kommen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen leer machen können. Ich hätte ja jetzt gerne irgendwo ein einzelstehendes Haus gehabt, aber haben wir ja wohl im Moment nicht. Und solange wir keins haben, können wir auch in aller Ruhe zu uns nach Hause gehen. Ein Flugzeug zu. Doch, da ist einer. Jetzt mal in dem Gebüsch gehen. Da ist er verendet. Den kann ich, glaube ich, auch. Siehst du? Sieht doch gut aus. Geht doch alles jetzt langsam aber sicher voran. Nee, ne? Teile 14 Stück. Gut, dass wir keine mehr gemacht haben. Ja komm, mach jetzt, mach jetzt. So, einen Kostbau haben wir. Einen Platz haben wir wieder. Dann gucken wir mal nach, wo wir den Hirsch gelassen haben, ob der noch zu retten ist.
sehe den Hirsch gar nicht mehr. Da müsste eigentlich irgendwas von übrig geblieben sein, von dem ollen Vieh. Jetzt habe ich den armen Hirsch umgebracht und wofür? Für nix. Ja, Hauptsache, wir haben das Fohlennest dann noch, das leere. So, jetzt haben wir wieder ein paar Nester gefunden. Der Hirsch ist leider weg. Da kann ich nichts dran machen, das tut mir natürlich auch in der Seele weh. Hier war er? Das kann ja wohl nicht sein. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mit zwei Federn wieder. Gut, aber das macht nichts. Die Hauptsache ist, wir kommen hier irgendwie weiter. Jedenfalls bin ich schon mal besserer Dinge als letzte Folge. Wir haben eine Armbrust. Und die ist für mich überlebenswichtig. Die Armbrust kann man sich immer verlassen. Da ist nichts, was irgendwie schlecht oder falsch dran ist. Armbrust ist eine geile Sache. So, ab nach Haus, einmal leer machen. Und dann brauchen wir Material für Munition herstellen. Dafür gehen wir in irgendeine Höhle rein, denke ich. Weil woanders gibt es das nicht mehr hier auf Andom. Ganz schön viel Luft unterm Haus, ne? Seht ihr? Schau, dass ihn hier noch tiefer gehen kann. Vielleicht schwebt das ja komplett. So, wir sind wieder zu Hause. Die erste halbe Stunde ist rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid genauso froh über das Lederbuch wie ich auch. Und ja, ich mache jetzt hier in Ruhe leer. Und dann geht's gleich weiter. Aber ihr könnt mir dabei noch ruhig zusehen. Aber ich mach mich in Ruhe leer. Ich mache, ja genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage erstmal ciao, ciao und bye, bye.